Die Haartransplantation ist letztendlich auch ein chirurgischer Eingriff. Und wie bei jedem chirurgischen Eingriff haben wir so die Standardkomplikationen. Das ist nämlich die Infektion und die Nachblutung. Das ist etwas, wo man wirklich aufpassen muss. Dieser Eingriff wird ja in aller Regel in Lokalanästhesie mit ein bisschen Tumeszenz, das heißt mit ein bisschen Unterspritzung von Lokalanästhetikum gemacht. Und da ist es wirklich wichtig, dass sauber gearbeitet wird. Es wird über eine große Fläche gearbeitet, über den ganzen Kopf. Und da möchte man keine Infektion haben. Wenn man zu aggressiv arbeitet, das heißt, wenn von Hand zu stark dann mit den Instrumenten die Entnahme stattfindet, dann kann es zu lokalen Blutungen, Schwellungen und sogar zu Hautarealen kommen, die absterben. Das heißt, der Patient hat dann nach der Operation an der Entnahmestelle zum Beispiel kahle Stellen. Wenn die Abstände zu wenig eingehalten werden zwischen den Haarfollikeln, auch beim Setzen, kann es sein, dass auch gewisse gesunde Haare dann plötzlich auch absterben. Alles das ist ein Teil der Planung, die vor der Operation mit dem Patienten ganz sauber besprochen werden muss. Ein ganz wichtiger Punkt, der mir persönlich am Herz liegt, ist die Tatsache, dass ein Patient auch nach der Operation jederzeit die Möglichkeit hat, mit seinem Behandler Kontakt aufrechtzuerhalten, um mögliche Fragen und Probleme, die er hat, während der ersten Woche oder sprich die ersten 10 Tage mit ihm zu besprechen, bis die akute Phase durch ist.